Oh. Sean ist zurück und bekommt überraschenden Besuch. Oh, Lola. Und der ist nicht von dieser Welt. Sie findet schnell heraus, wie zuckersüß das Leben auf der Erde ist. Fern von ihrer Heimat gerät sie schnell in Schwierigkeiten. Um Lula nach Hause zu bringen, müssen sie gemeinsam die Schurken überlisten. Haltet euch fest. Bleibt wachsam. Und lasst nie locker. Die Macher von Wallace & Gromit nehmen euch mit auf ein Abenteuer in ferne Galaxien. Freut euch auf eine lustige Begegnung der wolligen Art. Und das Schaf. UFO-Alarm. Ab 26. September im Kino. Es reiste Lichtjahre durchs All. Auf der Suche nach intelligentem Leben. Sean ist zurück. Und diesmal bekommt er ganz besonderen Besuch. Und der ist nicht von dieser Welt. Triff Lula. Lula. Sie ist etwas überdreht. Sie ist ein bisschen neugierig. Aber vor allem hat sie großes Heimweh. Papa? Um sie nach Hause zu bringen, braucht es nur einen kleinen Schritt für ein Schaf, aber einen großen Schritt für die Herde. Das Schaf. UFO-Alarm. Demnächst im Kino.
Achtung! Der wolligste Held der Filmgeschichte kehrt mit Vollgas zurück auf die Kinoleinwand. Shaun das Schaf. Nach Shauns erstem erfolgreichen Leinwandauftritt 2015 legen die Stop-Motion-Spezialisten der Aardman Studios nun nach. Shaun und die Bewohner der Mossy Bottom Farm bekommen Besuch von einem geheimnisvollen Außerirdischen aus einer fernen Galaxie. In Shaun das Schaf der Film UFO-Alarm. Im ersten Film verlässt Shaun die Farm und erlebt ein Abenteuer in der großen Stadt. Für die Fortsetzung wollten wir, dass jemand die Farm besucht. Und was könnte größer sein als der Besuch eines Aliens? We could bring an alien. Somsom! Luna taucht wie aus dem Nichts auf. Ihre erste Begegnung ist ein sehr bewegender Moment. Wie Shaun ist sie ein schelmisches Wesen und erforscht diese für sie völlig neue Welt. Ganz unerwartet ist dieses Alien wie eine außerirdische Version von Shaun. Vielleicht sogar noch spitzbübischer. Es bringt ihn in große Schwierigkeiten, mit schreiend komischen Konsequenzen. Das Witzige ist, dass Shaun als derjenige, der sonst für jeden Blödsinn zu haben ist, plötzlich versuchen muss, das Chaos zu kontrollieren. Er ist wie ein Fisch auf dem Trockenen. Was sie nicht wissen, ist, dass dieses Alien ein Geheimnis hat. Als sie es herausfinden, bekommen sie noch größere Probleme. Lunas Ohren leuchten. Sie stellen sich auf und beginnen hell zu strahlen. Dies ist ihre Superkraft, mit der sie Dinge nach Belieben bewegen kann. Sozusagen mit der Kraft ihrer Ohren. Doch Lulas Superkräfte wecken auch das Interesse zwielichtiger Gestalten. Neben Lula und Shaun treffen wir auch unsere Bösewichter mit ihrer Anführerin Agent Red. Sie leitet das geheime Ministerium für außerirdische Aktivitäten. Und sie will unbedingt ein Alien fangen. Nach der Begegnung mit Lula stellt Shaun fest, dass sie einen Weg zurück nach Hause sucht. Es ist der Start eines verrückten gemeinsamen Abenteuers. Ein galaktisches Abenteuer, das den Schöpfern von Wallace & Gromit und Shaun das Schaf unendliche kreative Möglichkeiten bot. Wir sind alle große Science-Fiction-Fans. Es war also eine Herzensangelegenheit, in diese Welt einzutauchen. Es war aufregend, einen Film mit Shaun, Raumschiffen und Aliens zu machen. Fantastisch, damit ins Studio zurückzukehren. Bei einem langen Spielfilm muss das Ausmaß größer sein und die Ideen zahlreicher. Man sollte Schauplätze finden, die noch aufregender sind. Ich glaube, dass die ganze Sorgfalt und Liebe, die in die Produktion der Puppen fließt, die Requisiten, die Sets und die Animation, dass man das auf der Leinwand sieht. Wir alle bei Aardman sind totale Filmfreaks. Wir wollen dieses magische Gefühl einfangen, das wir als Kinder hatten, und Science Fiction mit Shauns Welt verbinden. Und indem wir ein Alien in seine Welt bringen, muss Shaun herausfinden, was es heißt, der Vernünftige in einer Beziehung zu sein. Mit Shaun zu den Sternen. Es ist Shauns größtes Abenteuer bisher, buchstäblich nicht von dieser Welt. Mein britischer Lieblings-Science-Fiction ist unzweifelhaft Per Anhalter durch die Galaxis. Und ich glaube, etwas von diesem Tonfall und dem Humor steckt auch in Shaun. Shauns zweiter Kinoausflug ist ein liebenswerter Sci-Fi-Comedy-Spaß. Einfach witzig, auch ohne Worte. Shaun das Schaf der Film. UFO-Alarm.